Willkommen zu einem weiteren Modern Masters 2015 Draft. Bin hier wieder in der 6-2-2-2 Queue, sodass wir auf jeden Fall drei Matches sehen. First Pick. Ziemlich leichter First Pick. Die Karten im Pack sind nicht sonderlich stark. Iona ist eigentlich ziemlich unspielbar, viel zu teuer. Thunderblast ist aggressiven. Vielleicht Schwarz-Rot-Blood-First-Deck ganz gut. Ansonsten hat man Sunlands, welcher okay Removal-Spell ist. Sign of the Wild sind Token-Decks, Solala nicht mal besonders gut. Das heißt, Muldrifter ist ganz klar der Pick. War schon früher, super gute Karte und kann man gut splashen. Macht alles, was man will. So, nächster Pack. Fehlt eine Uncommon. Bin mir nicht sicher, was es sein kann, weil ich, glaube ich, ziemlich wenige Uncommons über Dismember nehmen würde. Vielleicht Muldrifter. Aber braucht man sich nicht viele Gedanken machen. Der Pack ist gar nicht so schlecht. Er hat Dismember, Rebirth, Arrest. Grim Affliction ist okay, Tribal Flames, aber Dismember ist klar, wahrscheinlich die beste Karte aus dem Pack und es lässt einen offen bleiben und das ist genau das, was man will am Anfang. Nächster Pack haben wir Agony Warp, was guter Removal Spell ist, allerdings ist Schwarz und Blau nicht so leicht, da das schwarz-blaue Deck meistens nicht so gut aussieht. Gesehen davon hat man Glinthog Idol, was ziemlich gut ist. Entweder im weißen aggressiven Deck oder im Affinity ist sehr, sehr gut. Ansonsten ist der Pack ziemlich leer. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl, ob ich Agony Warp nehme, was ziemlich schwer zu spielen ist von den Farben her, oder Glinthog Idol. Und ich denke, ich entscheide mich hier fürs Glinthog Idol. Und die Option Affinity zu gehen. So, nächster Pack. Ja, also man hat den Minotauros, welcher okay ist, aber passt überhaupt nicht zu unseren bis jetzigen Picks. Scudding Death ist auch okay in den Spirit Deck, aber ich denke, der Booster ist sonst ziemlich leer. Es sind viele Artifact Creatures drin. Ich denke, Affinity könnte offen sein und wir haben jetzt schon Glinthog Idol. Dismember können wir auf jeden Fall auch im Affinity spielen. Sehr, sehr gut sogar. Muldrifter kann man auch auf jeden Fall spielen. Das heißt, der beste Pick wäre wahrscheinlich jetzt ein Artifact Creature, in dem Fall Knight, Homunculus oder Frogmite. Ich glaube, Frogmite ist nicht besonders toll. Hovergod ist noch gut. Aber ich denke, dass man in dem Fall einfach die Uncommon haben will. Vielleicht wäre Homunculus besser gewesen, aber ich glaube, der Knight kann schon gut sein. So, nächster Pack. Die Sache ist, der Affinity hat man eigentlich nur Broadcast, was ganz okay ist. Fähre ist, naja, wahrscheinlich auch okay. Ansonsten hat man, hätte man noch Keize, was nicht besonders toll ist. Die andere Option wäre jetzt, einen Elemental zu draften. Smoke Braider ist gut mit Muldrifter. Horde of Notions könnte vielleicht wheelen. Aber ich mach mal den. Ich probiere es mit Smoke Braider. Die Sache ist, die Artefakte waren alle nicht so stark und könnte auf jeden Fall eh was wheelen sogar von Forecast oder Sphere. Oder, ja, Sphere wahrscheinlich nicht, aber Forecast könnte auf jeden Fall wheelen, von daher. Hat man so noch eine andere Option, ein Deck zu draften? Elemental ist eher ein Deck, das ich mal ausprobieren wollte. Nächster Pack hat man Spread of Sickness, ziemlich spät, eine gute Removal Spell. Gibt es wenig von den harten Removal Spells. Ansonsten hätte man noch das Elemental, der Elemental Lord, mehr oder weniger.
Und glaube ich, ist das. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einen schwarzen Pick machen will, aus dem, was ich bis jetzt habe, deswegen nehme ich mal das Elemental. So, wieder keine Artefakte drin. Vielleicht ist Sifinity nicht so offen, wie ich dachte. Allerdings haben wir ein Elemental, und zwar Igniter ist ganz okay. Kann schon einen guten Overrun machen, mehr oder weniger. Von dem her kann ich sehen, dass man das Elemental nimmt. Evolving war jetzt bessere Option, dass man splashen kann, aber probieren wir es mal so. Wow. Sehr spätes Spread of Sickness. Landet es ganz gut natürlich in den Farben jetzt. Mit Framing Bird kann man nicht viel anfangen im Elemental Deck. Oder im Affinity. Flayers wäre jetzt so eine Karte, die ich nehmen würde fürs Affinity Deck. Aber das Land sollte ja der Pick sein. Genauso wie hier. Ringe for Rebirth. Starke Karte. Vielleicht kann man es irgendwie splashen. Das Agony Warp, oder wie es auch immer heißt, ist gewählt. Smash, Super Sideboard-Karte. Apostles Blessing ist vielleicht okay. Vielleicht kann man irgendwie schwarz splashen noch. Culling Days. Oder die blaue Rare. Sie wahrscheinlich nicht viel, beide nicht spielen. Und das 2-1 Elemental ist auch gewählt, also vielleicht ist Elemental offen. Weiß nicht, wie toll das Deck ist, aber jetzt schon 5 Elementals und die zwei funktionieren zum Beispiel schon mal gut zusammen. Kannst quasi für 7 Mana kriegen alle Creatures plus 3 plus 0 First Strike und Trample. Das ist schon mal eine nette Kombo. Ja, und wir machen ein Rare Elemental auf. Geil ist ein Elemental. Turn 4. Sehr, sehr stark. Von daher, da wir jetzt auch keine Plating oder sonst was aufgemacht haben. Und ich auch nicht gesehen habe, dass die Karten sonderlich gewheelt sind hier. Denke ich, dass Affinity gar nicht so offen ist. Allerdings, dass Elemental Deck offen ist. Von daher probiere ich das mal zu draften jetzt. Thunderblast ist auch ein Elemental, okay. Das ist natürlich interessant. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Aber trotzdem hätte ich im Nachhinein lieber den Muldrifter trotzdem Elemental Deck. Aber ist natürlich jetzt super der Turn 3. Da ist natürlich ordentlich was los. Ja, dann nehmen wir noch ein Rare Elemental. Und Muldrifter. Das Deck scheint richtig zu kommen. Also ich traf es gerade zum ersten Mal. Ist natürlich unwahrscheinlich, dass man Muldrifter gepasst bekommt, aber passiert eben auch. Jetzt sind wir natürlich auf der Jagd nach möglichst vielen Smoke-Braidern. Wir können das schon mal gepflegt alles cutten. Vielleicht passiert es noch, dass wir schwarz oder rot, schwarz oder grün irgendwie splashen. Unwahrscheinlich. Wow. Der ist auch Elemental, das habe ich gewusst. Allerdings, auch wenn er nicht schlecht ist, würden wir vielleicht sogar spielen. Aber Aether Snipe ist natürlich besser. Kann man natürlich auch sehr gut mit Soulstalk reinbringen, auch im Gegner seinen Zug und ihn da gut überraschen. Ja, das Deck gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich muss sagen, also Smoke Breeder ist natürlich eine Karte, die jetzt eigentlich nur geöffnet werden muss. Bekommen werden wir sie. Denke schon noch, dass wir hier mit 3 Smoke Breedern rausgehen können. Rot-blaue Karten. Ziemlich madig hier. Repeal ist okay.
Kann auch gut sein, mal auf meinen eigenen Muldrift oder Elder Snipe. Von daher kann ich das durchaus im Deck sehen. Mit Muldrifter quasi mehr oder weniger jumpen, ihn selber wieder bouncen, ausspielen, zieht dann quasi drei Karten. Sicherlich nicht so schlecht. Vor allem, wenn ich ja viele Removal, also so Lightning Burst, Lightning Bolt und Burst Lightning. Wäre natürlich auch großartig im Deck. Da wird es auch ein bisschen so kurz in Affinity waren. Warum quasi zwei Picks verpasst, kann man sagen. Wow, okay. Ziemlich schwieriger Pick. Ich habe den Pick noch nie gemacht, weil ich es noch nie gedraftet habe. Die Sache ist, der Elemental Lord ist uncommon. Und Smoke Breeder ist kommen. Ich glaube nicht, dass Smoke Breeder wheelen wird. Es kann passieren. Es kann passieren, wenn jemand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Naja, müsste in den letzten zwei Karten drin sein. Ich denke, Smoke Breeder ist tatsächlich wichtiger fürs Deck. Turn 3 Muldrifter. Oder Turn 4, eins von denen. Ich glaube, Smoke Breeder ist der Pick. Wäre natürlich ärgerlich, wenn man jetzt irgendwie noch. Aber Smoke Breeder, glaube ich, kann man eh nie genug haben in so einem Deck. Man kann sie auch noch gut einsetzen, eben für den Igniter zum Beispiel. Von daher glaube ich schon, dass es der richtige Pick war. Ja, hier können wir noch ein Repeal nehmen. Kann vielleicht auch zwei spielen. Necrolepsie, super. Auch wenn hier der Element drin ist, ist Removal sehr, sehr wichtig gerade. Noch ein Rebirth. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Wenn wir grün splashen würden, dann hätte man auch richtig schön Splash mit Doppel Rebirth. Und Mana Base ist ja eh gut, wenn wir zwei Doppelländer. Ich glaube, ich nehme trotzdem Necrolepsie. Ja, ist ein Elemental quasi, aber hilft uns nicht sonderlich viel. Könnte Counter nehmen oder 3 Mana 3-3 ist, glaube ich, okay. Kann man durchaus spielen. Hier. Wahrscheinlich ihn. Ist in jedem Deck okay. Könnte das spielen aus dem Smoke wieder raus. Interessant. Sphäre oder Equipment? Wahrscheinlich Sphäre, falls wir echt am Ende irgendwas splashen. Und jetzt Elemental Lord? Nein. Aber er ist gewählt. Hätte ich nicht gedacht. Schade. Aber gut, ich denke, es war ein super Booster. Wir haben Muldrifter, geil. Thunder Blast. Und noch ein Smoke Breeder und Necrolepsie, also sehr, sehr guter Pack natürlich. Haben auch schon viele Playables. Mal schauen, was für Elementals es noch gibt. Letzten Booster. Bis jetzt gefällt mir das Deck echt gut. Wir haben quasi Removal Ramp, alles. Und die guten Elementare. Burst Lightning oder Elder Snipe. Ich glaube, nichts von beiden wird wählen. Kann ich mir nicht vorstellen. Daher. Also vom Gefühl ist es eigentlich Elder Snipe, weil er halt so viel Synergie im Deck hat mit Doppel Smoke Breeder und den Soulstalk und da können ja noch was mehr von denen kommen. Von daher glaube ich, Elder Snipe ist der Pick. Wow. Smoke Breeder, Lightning Bolt, Electrolyze und Elder Snipe? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein Elemental Draft am Tisch gibt.
Von daher sehe ich durchaus, dass der Smoke Builder wheelen kann. Wenn jemand Elementals draftet, dann ist er rot-blau. Und sonst. Es gibt zwar noch das rot-blaue Agro-Deck, mehr oder weniger. Ich gehe nicht davon aus, dass quasi keiner noch rot-blau ist am Tisch. Und wenn, dann würde er Electrolyze nehmen. Und wenn nicht, nimmt er Smoke Build, dann kriege ich wenigstens Electrolyze. Das heißt, Smoke Build und Electrolyze sehe ich so als eine Karte zusammen, die einer nehmen kann, eins von den beiden. Von daher finde ich. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass eins von denen wheelen könnte. Von daher sehe ich Lightning Bolt oder Elder Sniper als den Pick. Und jetzt haben wir schon so viel Sechs drauf. Jetzt glaube ich, kann man durchaus den Lightning Bolt nehmen. Mana Leak sehe ich. Doppelland brauchen wir nicht unbedingt. Agony Warp muss man nicht wirklich splashen. Ja, ich glaube, Mana Leak ist okay. Cloud Elemental. Ja, es ist ein Elemental. Ich denke, es ist besser jetzt als Vapor Snake. Tribal Fans für 2 ist auch nicht beeindruckend, von daher. Phoenix, Phoenix, keine Elementals. Vielleicht einfach Blood Ogre. Kann ja auch okay sein in dem Deck. Ah, relativ spätes Burst Lightning, das nehme ich natürlich gerne auf. Auch sehr, sehr spätes Savage Twister, die Karte ist richtig gut. Aber wir nehmen natürlich Burst Lightning. Ich hoffe wirklich, dass der andere Smoke Builder wheelt. Also hätte ich gewusst, dass er zum Beispiel nicht wheelt, hätte ich auf jeden Fall auch Smoke Builder genommen, auch über Lightning Bolt. Ich glaube, das ist die Karte, die das Deck eigentlich richtig gut macht. Jetzt sind die Removal auch schön, Burst Lightning, Lightning Bolt, Necrolepsy, Dismember. Und je nachdem, wie viel Bounce man dann spielt. Wir haben auch Aether Snipe, von daher sind die Repeals vielleicht nicht so wichtig. Mana Leak, glaube ich, ist ganz gut. Kann durchaus sein, dass man mal Mana übrig hat, wenn man mit Smoke Builder Mana generiert. Ansonsten. Schauen wir mal, was noch kommt. Es sind ja noch zwei Booster, die ich noch nicht kenne. Kann durchaus noch was drin sein. Und wie gesagt, ich denke, dass auch auf jeden Fall noch was tablen wird. Playables werden wir genug haben. Lodestone Golem. Ist kein Elemental, aber ist eigentlich immer eine gute Karte. Von daher. Ich bin froh, ihn hier zu picken. Auf jeden Fall interessant hier. Stick. Ja, zwei Einzelelemente wollen wir auf jeden Fall auch mehrere spielen. Also zwei ist okay. Auch okay mit dem Blood Ogre, dass man 2 Drops hat, von daher. 22 Playables. Muss nur noch der Smoke Builder wählen und das Deck ist komplett. Vielleicht auch noch gern so einen Igniter gehabt. Pickt eigentlich auch keiner. Wow. Notaurus, glaube ich, spielen wir auch. Deck ist ja ziemlich aggressiv auch, denke ich. Kann gute aggressive Draws hinlegen. Von daher. Da ist der Smoke Builder. Wie ich gesagt habe, also alles andere fehlt, aber habe ich mir schon gedacht, dass der wheelen wird. So, und jetzt alles richtig gemacht, denke ich. Deck schaut gut aus, auf jeden Fall. Phoenix.
wohl nicht spielen, Telling Time wahrscheinlich auch nicht. So. Brute Force, sogar spielbar. Ich glaube, man kann nicht wirklich viel cutten. Eine Karte kann man vielleicht raus machen. Allerdings, vielleicht will man auch 16 Länder spielen mit Triple Smoke Breeder und Doppelland. Ich glaube, die Sphäre will man nicht spielen. Da will man anders rampen in dem Deck. Ich glaube auch, dass sie von den Spells alles haben. Wir haben 19 Creatures, also. Als erstes würde man wahrscheinlich die Creatures raus, die nicht so in die Synergie passen vom Deck. Und das wären dann so die Artefakte oder die Bloodthirst Creatures. Aber ich glaube, dass die Bloodthirst Creatures ganz gut sein können in dem Deck. Vorstellung, Cloud Element Turn 3, dann kommt er schon sicher hier. Und wir haben auch viele Two-Drops. Es ist nicht so, dass der Gegner immer einen Two-Drop hat. Und wenn er will, der Two-Drop vielleicht nicht unbedingt mit Flamekin traden. Dass der Blood Ogre auch sein gut sein kann. Von daher. Wir hätten auch jetzt nur so Repeal und Wings als Spells, die ich vielleicht noch spielen könnte. Oder Brute Force. Ich glaube, mit Doppel-Aether Snipe will man vielleicht keine Repeal dann spielen. Weil vielleicht eins okay ist, wenn man es auf so einen Muldrifter, wenn man halt auch schöne Targets für sich selber hat. Von dem her ist das auch eine Option. Und ist auch ein bisschen was anderes, wenn man Instant Bounced als mit Aether Snipe. Ja, wie gesagt, es geht um diese Creatures, die halt vielleicht nicht hundertprozentig gut im Deck sind. Aber ich glaube, man will es so lassen. Ich glaube auch tatsächlich, dass 16 Länder richtig ist mit Triple Smoke und 2 Dual Lands. Man sich überlegt, dass das hier alles Elemental sein sind, die dann eigentlich 4 kosten oder Muldrifter sogar 3. Ich probiere es mal so. Kann ja immer noch sideboardern. Ich merke, dass vielleicht das Deck sich anders spielt, als ich denke. Aber Mana Base 6-6. Wahrscheinlich will man vielleicht 7-5. Und dann die zwei Duels. Weil man Turn 2 schon ins Mockbeater legen will. Man kann. Ah ne, ich kann ja sogar 8-6 natürlich spielen. Genau, 8-6 sollte gut ausschauen. 8-6 und die zwei Länder. Ja, dann bin sehr gespannt, wie das Deck funktioniert. Wie gesagt, ich habe es noch nie gedraftet, aber schaut auf dem Papier auf jeden Fall sehr spannend aus. So, dann willkommen zur ersten Runde. Wir wollen natürlich anfangen. Hand ist okay, wir haben 2-Drop, 3-Drop. Leider kein Smoke Breeder into Muldrifter oder Aether Snipe, aber kann man nicht immer haben. Haben jetzt auch schöne Combo mit den Flamekin und den Igniter. Mal schauen, wie das funktioniert. Braucht im Prinzip 7 Mana. Scheint, dazu wir gegen Infinity spielen. Skimmer. Ja, wir bieten auf jeden Fall den Trade an. Wir haben ja noch einen zweiten. Legen dann auch den 3-3er, der super blockt. Falls er Fliegen geben will, muss er erstmal sein Blaues verschwenden, mehr oder weniger. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Eldrazi-Tempel und Dark City-Datei. Aber gut, ich lasse mich überraschen.
im nächsten und höchstwahrscheinlich Cloud Elemental spielen. Ohne schauen, dass wir aggressiv spielen. Ist auch der aggressive Draw mehr oder weniger mit 2-Drop, 3-Drop und dann noch 2-Drop, 3-Drops auf der Hand. Ja, das Equipment ist gerade ziemlich schlecht für ihn. Kann noch nicht equippen und kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt hier traden will. Lodestone Golems hier, kein schlechter Draw. Solange, wenn wir keine Länder ziehen, spielen wir es einfach aus der Free Drops, und wenn wir Land ziehen, haben wir einen 5-3er. Kann mir vorstellen, dass er hier traden will, ja. Jetzt Cloud Elemental. Ist schon auf 15. Weiß-Schwarz. Weiß-Schwarz Affinity Eldrazi. Okay. Schaut alles nicht sonderlich gut aus, was mein Gegner hier macht, aber greifen einfach weiter an. Geht jetzt auf 10 höchstwahrscheinlich. Ah, jumpt sogar. Dann Golem. Gibt eigentlich nicht viel, vor was man Angst haben muss. Die Mass Removal sind eigentlich Savage Twister und Wildfire. Ansonsten gibt es noch All is Dust, was ihnen nicht sonderlich weiterhilft. Es gibt kein Wrath und keine Damnation. Von daher denke ich, schaut es ziemlich gut aus. Kann mir nicht vorstellen, wie er zurückkommt. Sein Deck schaut auch nicht sonderlich gut aus. Die nächste Runde sollte er dann tot sein. Kann jetzt den 5-3er jumpen. Dann geht auf 8 und wir legen noch einen 5-5er. Können dann auch nächste Runde. Ach, er kostet ja 5. Okay. Mein Fehler. Gut. Dann wohl ihn. Können wir nächste Runde einfach Adder Snipe evoken und seinen Blocker bouncen. Oder wir, wenn er den Lodestone Golem blockt, können wir auch einfach einmal punkten. Das sind dann 3, 6, 10 Schaden. Das heißt, er braucht schon zwei Blocker, um zu überleben. Aber wie gesagt, das Spiel kann er eh nicht gewinnen. Manta. Also das ist das verrückteste Deck, was er da hat. Entweder hat er gerade den fürchterlichen Teil von seinem Deck gezogen, oder sein Deck hat. Er wollte vielleicht ein bisschen zu viel Synergien auf einmal spielen. Nämlich 5-Color Eldrazi Affinity und Schwarz-Weiß Spirits noch. Mit Tokens für Platform Vampire. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, wir lassen es so, wie es ist. Vielleicht Rub in Flames ist vielleicht ganz gut. Drei Creatures gesehen mit Toughness 1. Kann ich im Deck sehen. Vielleicht sind auch die Bloodthirster on a Draw nicht ganz so gut. Kann ich durchaus sehen, dass man die einfach rausmacht. Rub rein und vielleicht Repeal. Oder Brute Force. Na, ich probiere es mit Repeal. Ja. Sowas kann man auf jeden Fall machen, wenn man so ein, ja, so ein halbaggressives Deck ist, so wie meins, kann man auf jeden Fall die Bloodthirster on the Draw rausmachen. Ja, ich glaube, die Hand behält man trotzdem. Man hat Lightning Bolt für sein Early Threat, Turn 4 Golem ist gut. Bis Turn 5 wird man schon das Blaue finden. Von daher. Außerdem kann ich Smog Raider ziehen. Dann ist die Hand plötzlich sehr, sehr gut. So, spielt auf jeden Fall Blau-Weiß-Schwarz. Framing Bird, okay. Ist gut, dass wir das Rub haben. Schauen, was er macht.
Aber das ist eben oft das, wenn eine Edition nicht lang draußen ist, die Leute vielleicht neue Spieler sind, auch nicht Erfahrung haben, wie gut manche Karten sind und vielleicht die Synergien auch nicht kennen, dann kann es schon passieren, dass man halt im Deck draft etwas, ja, nicht gut ist. In keinster Weise, bis jetzt, was er gezeigt hat von seinem Deck. Flying, okay. Scheint auch ein bisschen seltsam zu spielen. Können jetzt einfach 2-for-1 traden. Bis auf er macht Counter, aber dann passiert es eben. 1, 2. Hätten vielleicht auch Golem spielen können. Aber denke nicht, dass er noch eine One-Toughness Creature nachgelegt hätte, da er schon drei Mana Go gesagt hat dann. Also denke nicht, dass er da noch was hatte. Schönes Lightning Bolt Target into Lodestone Golem. Und dann nächste Runde Muldrifter. Sunforge, ah ja. Bringt ihn gerade gar nichts. Greifen wir erstmal an. Dann Muldrifter. Ist der Elemental Lord. Sicherlich nicht schlecht. Ich glaube, das Spiel sieht ziemlich gut aus. Der ja, scheint kein gutes Deck zu haben. Wir sind am Board vorne. Gute Hand. Spielt er was? 4 Mana. Entweder 4 Mana Artefakt oder. Ah, Fortcast, okay. 5 Mana, ziehe 2 Karten. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe noch einen 2-2 Flieger bekommen. So, dann erstmal Elemental Lord spielen. Dann den anderen kann man auch gleich raushauen. Für 8 angreifen, er geht auf 7. Nächste Runde. So, Hyx wahrscheinlich tot. Können quasi alles bouncen, was er legt. Selbst wenn er Removal hat für. Wenn er Removal und Creature hat, selbst dann ist er tot. Also. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und so viel kann er auch nicht machen, da alles eins mehr kostet. Ja, das war eins der wenigen Situationen. Überlebt. Wahrscheinlich überlebt er trotzdem nicht, weil von mir alles trampelt. Quasi 3 Toughness. Ja, ist auf jeden Fall tot. Kriegt 10 Schaden. Na gut, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass der zweite Runde ein anspruchsvollerer Gegner bzw. Deck auf uns wartet. Aber ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. Trample. 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 Minion.
minus 3. So, dann willkommen zur zweiten Runde. Sind on the draw nur ein Land. Das wird ein Mulligan werden. Die Hand ist deutlich besser. Wir haben drei Länder. Können alles casten aus der Hand. Smoke Builder wäre wieder. Richtig guter Draw. Der Lord sicherlich auch nicht schlecht. Scheint Schwarz-Rot Bloodthirst zu spielen, deswegen macht es auf jeden Fall hier Sinn, Naturalität zu spielen, sodass sein Blood Ogre nicht triggert oder sonstiges. Außerdem sind es zwei Schaden. Wir können Königsrunde den immer noch nicht blocken, nicht gut zumindest. Okay. Ich denke, wir wollen Soulstoke spielen. Der Grund ist, Elemental ist wirklich nur eine Karte, wo wir jetzt aggressive sein können. Und mit Soulstoke hat man die Möglichkeit, jetzt Aethersnipe zu ziehen. Notfalls einfach mit einem Muldrifter zu jumpen und oder vielleicht ja, zu jumpen oder hätte auch vielleicht traden können. In dem Fall wir höchstwahrscheinlich nur jumpen können. Wir ziehen zwei Karten, hoffen, dass wir Aethersnipe ziehen. Das ist die Karte, die wir jetzt auf jeden Fall brauchen. Kein schlechter Draw von ihm, also zwei Drop, dann into Ashmore, into Minotaurus. Sollte auf jeden Fall Respekt vor Eldersnipe haben. Muss ich auch erstmal trauen, hier anzugreifen, aber. Wird er höchstwahrscheinlich machen, einfach. Ja. Kein Aethersnipe. Ja, der wird eh tot sein, das heißt, wir jumpen den größeren. Sowas wie Burst Lightning oder Lightning Bolt wäre super gewesen. Jetzt sind wir ziemlich tot. Können Minotauros spielen, was uns gar nichts bringt, blockt nichts. Also müssen wir wohl die anderen beiden Creatures spielen. Ist auch nicht mehr, wie man jetzt noch überlebt. Selbst wenn wir Aethersnipe spielen, selbst wenn er nichts macht und wir Aethersnipe ziehen, sind wir jetzt wahrscheinlich tot. Auf 2. Können auch jumpen, aber macht, glaube ich, wenig Sinn. Ja, Mulligan einfach zu viele Länder gezogen und Gegner hat einen guten Draw. Das passiert. Könnte man wenig machen dagegen. Schwarz-Rot Bloodthirst. Was könnte schlecht gegen ihn sein, beziehungsweise gut? Ich glaube, das Cloud Elemental oder generell vielleicht die Bloodthirst Creatures müssen nicht unbedingt gut sein. Ich glaube, auch wenn wir anfangen, ist er höchstwahrscheinlich der Aggressor einfach. Gar keine andere Wahl. Und sobald wir vielleicht nicht den aggressiven Draw haben, sind die Creatures deutlich schlecht. Von daher kann ich sehen, dass man die drei Creatures cuttet. Brute Force ist natürlich, ja, nicht gut. Eigentlich gegen Removal. Auf der anderen Seite, wenn er Burst Lightning macht und ich habe Brute Force auf, ist natürlich super. Ich glaube, Brute Force kann man rein. Wings ist, ja,
Fast das gleiche, aber ich glaube, kann man auch rein. Vielleicht sowas wie Telling Time. Sucht uns vielleicht die wichtigen Karten. Probieren wir jetzt einfach mal so. Ich glaube, Repeal ist nicht sonderlich gut gegen sein Deck. Vielleicht kann man 1 rein. Ja, ist wahrscheinlich besser als Telling Time. Probieren Sie mal so. Und wieder anfangen. Ich schaffe es nicht, Turn 2 Smoke Breeder zu machen. Jetzt habe ich mal endlich zum ersten Mal sehe ich überhaupt Smoke Breeder und dann wieder Mulligan nehmen. Ich glaube nicht, dass man behalten kann. Auf der anderen Seite, ja, nee. Für kein Land ziehen verlieren wir einfach. Deutlich besser. Es könnte Turn 3 Thunderblast werden, also dass dem man auch noch Trample geben kann. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Draw. Mal schauen, ob der Smoke Breeder liegen bleibt. Wenn er weiß ja, dass ich das Elemental Stack bin, muss wahrscheinlich ihn eher wegmachen als Tutor zu legen, ja. Jetzt sieht man die volle Stärke der Dual Lands. Einfach ein extra Land quasi. Lodestone Golem sicherlich nicht schlecht hier. Splashed weiß scheinbar. Blood Ogre. Ja, dann Lodestone Golem. Sicherlich gut jetzt. Auch wenn wir zwei Fünftops haben, wir haben das fünfte Land noch nicht und bei ihm wird ja auch alles teuer. Und wir sind am Board vorne jetzt. Wir können sogar noch den Artefakt eh spielen. Das Artefakt. Von daher. Schauen wir, was er macht. Okay, Tribal Flames. Den Removal gehabt. Aber deshalb so will, solange quasi Removal spielen muss und nicht angreifen kann, um seine Bloodthirst zu triggern, ist alles okay. Wir haben jetzt eigentlich quasi da, wo man einen Schwarz-Rot-Bloodthirst haben will. Und zwar in dem Spot, dass er nicht angreifen kann. Ohne Removal zu spielen. Wenn er Removal spielt, kann er kein Bloodthirst danach legen. Splash Time Oblivion Ring und will Tribal Flames stärker machen. Nachvollziehbar. Brauche ich nur einen Mountain und ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus. Dismember. Nicht die Karte, die man haben wollte. Ja, werden wohl. Ja, was macht man? Wahrscheinlich einfach angreifen. Und will hier auf jeden Fall traden. Wenn nicht, auch okay. Wird man hier blocken und den anderen dismembern. Oder man will den Thunderblast reinbringen mit Soulstoke. Und wenn er stirbt, kommt ein Persist wieder. Ja, wahrscheinlich will man hier gar nicht traden. Vielleicht will man jetzt Angriff eigentlich nur aggressiv sein. Und quasi den Schaden jetzt durchlassen. Und sein Threat, den er legt, ist mein Mann. Was auch immer es sein wird. Ja, den wahrscheinlich nicht. Hat nichts mehr. Ja, ich glaube, jetzt muss man nicht dismembern. Sind blaues Land. Ich glaube, ich will einfach Thunderblast reinbringen. Und angreifen. In der Block können wir Trample geben.
Nächste Runde sollen die First Striker beide zurücklassen. Ja, natürlich fürchterlicher Block von ihm. Wenn er wirklich blockt. Vielleicht will er auch, dass ich meinen Mana jetzt nutze, weil er denkt, es kommt noch was nach. Trample. Überlegt, was ich jetzt offen habe, ob Burst Lightning oder Lightning Bolt oder Vapor Snake, ist glaube ich egal. Kann eh um nichts rumspielen. So, er geht auf 5. Er kommt zurück. Natürlich eine schöne Kombo hier. Keine Frage. Können einfach seinen Blood Ogre jetzt dismembern. Ich denke, ich gebe ihn, kann durchaus den Monotaurus auf der Hand geben, den doppelroten Spell, den er nicht casten konnte. Okay, er bleibt mit allen daheim. Wings? Wow. Reicht aber nicht ganz. Wir spielen erstmal Dismember, glaube ich. Dann schauen, was passiert. Allen angreifen, sollte reichen. Falls er was macht, haben wir noch Wings. Ja. Gut funktioniert, keine Frage. Vielleicht ist Raab okay gegen den Pinger. Naja. Jetzt sind natürlich die Bloodthirster erst recht schlecht. 3 Mana 2-2 First Strike ist vielleicht okay. Kann man den Blood Ogre vielleicht doch spielen als Blocker. Ich glaube, ich will es wahrscheinlich einfach so lassen. Vielleicht ist die Sphäre noch okay, generell. Na, wir lassen es so. Never change a winning deck. Er hatte sicherlich auch nicht den optimalen Draw. Auf der anderen Seite hat er die passenden Removal gehabt am Anfang für Smoke Breeder und den Golem. Ist klar, dass er da langsamer ist. Das Matchup ist natürlich sehr davon abhängig, wer anfängt. So, Smoke Breeder, da ist er. Die Hand werden wir auf jeden Fall behalten. Auch wenn Dismember so ein bisschen wehtut und die Leben auf jeden Fall relevant sind gegen sein Deck. Trotzdem eine gute Karte. Kein Bond Drop ist schon mal gut. Den 2-Drop wird man, denke ich, jetzt dismembern einfach. Weil er sonst Bloodthirst enabled und mit Smoke Breeder können wir eh nicht blocken. Ah. So hart klingt, ich glaube, den muss man trotzdem dismembern. Der macht eh seine 4 Schaden, also lohnt sich das auf jeden Fall und der enabled einfach zu viel. So. Selbst wenn er ihn wegmacht, ist es kein Weltuntergang. Heißt, der legt wieder keinen Fred, macht ihn weg. Ah, okay, er legt einen Fred. Unglücklicherweise haben wir. Können wir gar nichts rampen jetzt gerade. Ja. Bisschen unglücklich natürlich. Ich glaube, man kann auf jeden Fall angreifen. Soll er, wenn er blockt, ist es okay. Na, da kann er nicht Bloodthirst enablen. Und ist auch so ein Zeichen, dass der Smoke Breeder uns eigentlich nichts bringt. Ich glaube jetzt nicht, dass er mit Adder Snipe rechnet. Hat er noch gar nicht gesehen jetzt. Bis jetzt. Kann mir auch nicht vorstellen, dass er ihn jetzt abschießt. Ich glaube, er würde jetzt einfach angreifen, Bloodthirster nachlegen. Und wir können einen Adder Snipe machen und den, je nachdem, was der Bloodthirster ist, wahrscheinlich bouncen. Sparen uns auf jeden Fall einen Haufen Leben. Und auch, ja, mehr oder weniger so ein kleiner Timebock, der das gleich jetzt nochmal macht. Das ist ziemlich nervig. Das ist der Grund, warum wir Fireslinger gerüstet haben. Jetzt hat er den Flieger nachgelegt. Das gleiche macht. Mal schauen.
Na, es sind jetzt deutlich zu viele Länder. Aber wir könnten vielleicht den Flieger legen. Dann können wir zumindest den Flieger blocken, den anderen doppel blocken. Das ist schon okay. Oder man legt den Golem. Ja, ich glaube, Golem ist wahrscheinlich am sichersten. Ja, gegen Removal einfach. Wenn er Removal für Elder Sniper hat und kommt der 5-5er sonst durch und so können wir auf jeden Fall Triple blocken. Mit Triple blocken und Dead Inversion würde alles von mir sterben. Ist vielleicht auch schlecht. Wahrscheinlich würde ich nur mit den Golem dann blocken, natürlich. Pillory. Okay. Natürlich gut für ihn. Ja, wenn er jetzt noch Burst Lightning hat, dann hat er es eben. Dann hat er eben alles. Ach ne, er muss eh eins mehr zahlen für den Golem. So Quatsch, was ich gesagt habe. So. Jetzt kann man einfach den Flieger legen. Ich bitte, dass man jetzt noch nicht blocken kann. Kann jetzt quasi sein nächsten Bloodfest spielen. Da sind sie auch unter Druck. Das ist das Problem, ja. Ja gut, wir flatten ein bisschen zu sehr raus. Yes. Ja, da fehlt so der Muldrift in den Draw oder irgendwie. Ja. Irgendwas. Er hat so die 4-Land-Draw, wo alles casten kann. Wir so. Den 8-Land-Draw. Bisschen unglücklich auch gelaufen, das Spiel, dass er quasi Feuerslinger und die Bot hatte, um die Bloodfester zu enablen. Sonst wäre er schon Elder Snipe gut genug gewesen, um alles zu blocken. Die 3-3er. Der hört nicht auf, Sachen zu machen. Tribal Flames. Ja. Kann jetzt mit dem 5-5er angreifen. Ich glaube nicht, dass wir blocken können, auch wenn wir unter Pressure sind hier mit Pillory. Okay, noch ein Land. Ja. So verliert man im Spiele. Es passiert. Das ist das Gute, wenn man dann in dieser 6-2-2-2-Q ist. Dass man quasi trotzdem die letzte Runde noch spielen kann, wenn man 1-1 steht und noch fast alles zurückbekommt dann. Müssen jetzt hier jumpen. Ich glaube nicht, dass es noch einen Weg gibt, zurückzukommen. Mana, Muldrifter into, keine Ahnung. Pillory ist ja auch noch da. Hat auf jeden Fall kein schlechtes Deck. So viel kann man sagen. Er hat den Weißblech lohnt sich auf jeden Fall für. Das glaube ich, gehabt Arrest, ne, O-Ring. Und Pillory sind schon zwei sehr, sehr gute Karten. Ansonsten schaut es sehr straightforward aus. Gleich so die Schwäche von diesen Bloodthirstigs aus, dass es eben die Bomben, also die stärkeren Kreaturen nicht handeln kann, aber nur Whitesplash für Pillory und Oblivion Ring ist das natürlich gut. Das war's wohl. Dann schauen wir, wie die letzte Runde noch läuft. Hoffentlich geht das schöne Deck noch 2-1.
So, dann willkommen zum Finale, zur letzten Runde, besser gesagt. Wir sind on the play. Hoffentlich geht das Deck noch 2-1. Hat es auf jeden Fall verdient. Ah, kein Land. Ja, die Hand muss man dann behalten. Braucht nur einen Mountain und die Hand kann ziemlich gut sein. Oder ein drittes Land können wir zumindest Artefakt spielen. Ja, ich glaube, ich gehe hier einfach auf den Smoke Breeder Plan. Und Frage ist, ob man die Bud killt. Wahrscheinlich muss man es nicht unbedingt. Kann auch den Fred killen, den sie macht. Ja, kann eben auch sein, dass er nichts hat. So, dann. Ja, wir haben kein Land gezogen. Das heißt, man will einfach Artefakt spielen und für 1 angreifen. Aber unser Gegner ist gescrewt, von daher. Schaut eh ganz gut aus. Zumindest Color gescrewt jetzt noch. Ein Mana. Bounce Blinders. Fair. Cool, dass er den Weg gemacht hat. Blau, blau. Geil. Spiel kann schnell vorbei sein. Mal schauen, ob ich es noch schaffe. Hier Turn 3 Muldrifter und Turn 4 Aethersnap zu machen. Glaube, wir wollen einfach mit beiden angreifen und Minotauren legen. So ist ja dann nächste Runde tot. Wir haben Removal für den Blocker oder Aethersnap. Oder beides. Ja. Ja, nicht so spannendes Spiel. Gegner hat einen schlechten Draw gehabt. Gut. Der Stelle würde es dann wahrscheinlich einfach so lassen. Die Bloodthirster sind nicht so nicht toll on the draw, aber nichts von seinem Deck gesehen. Die Bud spricht eher dafür, dass es aggressiv ist. Bone Splinter, vielleicht ist er schwarz-grün. Spielt die Bud nur so als Filler. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir lassen es mal so. Ja, wir behalten auf jeden Fall. Wir wollen einfach Mountain ziehen, dann haben wir sehr, sehr gute Hand. Ja. Das könnte der Turn 3 Muldrifter sein. Wenn er überlebt. Oh, Turn 3 Muldrifter, Turn 4, geil. Das klappt. Hat sich schon gelohnt, das Deck zu draften. Hoffentlich ist er kein Spielverderber. Er überlegt schon, ist kein gutes Zeichen. Boah, hat's überlebt. Wahnsinn. Muldrifter, Turn 3. Da ist das Land für geil. Hätte bestimmt auch Thunderblast spielen können. Die Sache ist. Ich hätte mir gedacht, wenn er das Grim Affliction hat, ist es einfach fürchterlich. Von dem her wollte ich ihn lieber spielen. Den Muldrifter lieber spielen, um das Land zu ziehen für geil. Und den Thunderblast erst ausspielen, der Gegner nicht so viel Mana offen hat. Argument dagegen spricht vielleicht, dass er Grim Affliction auf Smoke Breeder gemacht hätte. Aber gut. Ein Grund, denke ich, den Gegner zu irgendwie möglichst schnell zu töten. Das schaffen wir auch so. Spread a Signal ist okay. Jetzt ist er ausgetappt. Das kommt auf jeden Fall. Thunderblast. Und Flamekin.
wissen, dass er nächste Runde ziemlich sicher tot ist. Rot, rot. Wow, was das Ding machen kann. Kann es gar nicht glauben, dass nur 2-1 gegangen ist. Aber gut. Kann ich immer solche Draws auslassen. Der Gegner hat auch sonderlich wenig gemacht. Wobei ich glaube, selbst wenn er gut sieht, ist dieser Draw ziemlich schwer zu besiegen, wenn das Mugwend einfach liegen bleibt. Eskaliert das Deck scheinbar. Red Drone. So, wir können 8 Mana machen. Allen Trample geben. Den Lord spielen. Das sollte gut sein. Also, als erstes Mal den Lord spielen. Naja, es funktioniert so nicht. Das heißt, erstmal Trample. Vielleicht gibt er jetzt schon auf. Ja, das war das Elemental-Stack. Ist 2-1 gegangen. Ich denke, kann auch locker 3-0 gehen. 2-1 war das Minimum fürs Deck. Es hatte ziemlich alles, was man haben will. Von dem her, Spaß gemacht zu draften. Schönes Deck. Element ist auf jeden Fall draftbar. Hängt immer ein bisschen davon ab, natürlich, was aufgemacht wird. Klar, das sind Rares hier, der Thunderblast und Geil sind Rares, aber es sind auch Rares, die man auf jeden Fall bekommt, wenn sie aufgemacht werden. Und Mülldrifter ist auch so ein bisschen die Karte, wo das Deck enabled. Also, wenn man Mülldrifter first pickt, schaut man schon, ob vielleicht Elements offen sein kann. Ansonsten die Lords und die Smog Raiders bekommt man eh. Und Adder Snipe sollte man schon auch ein, zwei aufsammeln können immer. Ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Draften.